Hi Leute, willkommen zurück zum Thief Simulator. Okay, ich soll hier noch einen Auftrag erfüllen und muss ich das nochmal machen? Okay, ich muss die Küche von 105 fotografieren. Ich frag mich nur gerade, wie ich das machen soll, weil ich habe, glaube ich, keine Möglichkeit reinzukommen. Aber ich habe jetzt erstmal das Schloss geknackt, weil die sind beide um 0 Uhr außer Haus hier vom Schrottplatz. Oh, da kann ich mich da ein bisschen besser umgucken. Aber hier bei 105 in George's Laden. Der Hund ist im Hinterhof. Und jetzt schlafen sie wahrscheinlich alle. Deswegen gucke ich mal, da ich vielleicht hier reinkomme. Oh, die haben nachts nicht abgeschlossen. Öffne Schachteln, neues Tutorial. Achso, ja, Kartons öffnen. Langsam mal die Tür aufmachen. Vase klauen. Machen wir alles ganz leise. Hoffe mal nicht, dass die aufwachen. Do something crazy, but first you need to learn how to use lockpicks. Do some jobs, steal some more, stock up on lockpicks once you have the experience. Muss leise sein. Das ist nur eine Person hier, die jetzt schläft. Oh shit, wir haben schon 1 Uhr. Ich muss dringend nochmal rüber. Und ganz, ganz schnell auf den Schrottplatz. Ja, gut, mein Inventar ist jetzt eh fast voll, aber egal. Komm, wir versuchen das jetzt. Warte mal, wie lange habe ich jetzt Zeit? Lokaler Schrottplatz bis 3 Uhr. Hier ist was zu holen. Ah, crap. Jetzt ist mein Rucksack voll. Ja, fast voll. Haben wir hier noch? In der Luftschacht. Wollte gerade sagen, vielleicht legt ihr irgendwo noch ein bisschen Geld rum. Also die Seitenscheibe ist offen und Kopfhörer im Metallschrank. Da kann ich jetzt aber schlecht hin, ne? So, wir haben alles. Es ist 2 Uhr 6. Nee. Dann gehe ich mal schnell zu meinem Local Dealer. Ah, es ist so schön. Einfach mal hier die ganzen Leute beklauen. Es ist auch so dunkel, ne? Was ist so Durchlaufzeit? Kann ich doch mit Leertaste. Gut zu wissen. Hey, Vorsicht. Rechts vor links, Junge. Ach, es ist so toll. Ich mag das Spiel. Auch wenn es total bescheuert ist. Wird sich bestimmt keiner beschweren, wenn ich die Karre mitten auf der Straße abstelle. Okay, Ziel ist es jetzt einfach. How you doing? So. Vase verkaufen. Den Ruder verkaufen. Rissige Vase. Scanner. Ein Multimeter. Okay. So, wie gesagt, ich hoffe. Da, gehen wir mal rein. Und jetzt holen wir uns erstmal die Fähigkeit Dietriche. Stufe 2 und kaufe 3 Dietriche.
Steck. Ja. Also eine Woche habe ich Zeit, bis die Miete abgezogen wird und bis ich dann meinen Zinssatz bekomme von der Bank. Die Musik ist so furchtbar, hey. So, warte, erstmal Dark Bank. Kontos. Warte, wir zahlen mal noch was ein. 69. 69. Na gut, 999 passt schon. So, jetzt lernen wir erstmal Schloss knacken 2. Aber hier Safe knacken. Wahrnehmung, du kannst Personen durch Wände erkennen. Ihr Highlight hält wiederum länger an. Und erhöhe das maximale Gewicht auf 20. Eieieiei, es kommen so viele tolle Sachen jetzt. Aber ich werde sowieso erstmal die. Ja. Die Sachen nehmen. So, kann ich auf dem Handy ja schon kaufen. Quick Buy. Dietrich, 3 Stück. Try a test lockpick at your hideout because you're going to jail. I'm not kidding. I'll explain once you practice. Was? Ich soll in den Knast? Auch falsch. Okay. Was? Ach so, die. Ah ja, okay, so funktioniert das. All info about 116 on Rob Tips. It's a police station, which you will visit. Why? I. Sekunde, bevor du weiterlaberst. Der Wecker kommt weg. Das, das, das. Das, das, das. Shall explain. Buy these tips first. Das muss ich am Rechner machen. Okay, Thief Cont. Nee. Die tragbare Konsole von Juke aus 110, die kaufe ich mir dann. Von Rewards. Eieiei, das dauert noch ganz schön lange. Achso, es ist total egal, was ich mache. In welcher Reihenfolge, das wird alles gleich gezählt. Oh, meine Katze. Ich muss die gleich mal streicheln. Sekunde. Upgradet. Was passiert, wenn ich den upgrade? Aufbrechen wird erleichtert. So. Was haben wir hier? Ein paar Dinge zu schlagen. 400 Dollar. Zerstöre das Wechselstromgerät. Kann ich machen. Platziere ein verdächtiges Paket im Haus, ohne Spuren zu hinterlassen. Bei 101 C. Jefferson. 600 Dollar. Okay. Wäre ja auch schon blöd, wenn ich nicht alles annehme, einfach, oder? So, Baustelle. Kaufen wir einmal alles. Die Jeffersons. Was mit dem Geld? Ah, oh, die Katze erstmal streicheln. Achso, warte, ich wollte mal gucken. Ich wollte ja mal gucken. Und zwar Thief Contr. Nee. Ach Gott, was war das denn nochmal? Dawn Rewards, hier. Nee, auch nicht. Ja, das sind die einzelnen Sachen, die ich klauen muss. Black Bay war es, genau. Wird das denn gezählt? Wenn ich die im Spind habe? Nee, wie gesagt, steht jetzt hier nicht. Das finde ich ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt, dass das nicht da steht. So. Auf einer Madison Street. Wenn du Geld und Erfahrung benötigst, kannst du Verträge mit Thief Contract akzeptieren. Jeder Vertrag, genau. So, jetzt muss ich mal gucken, wann der gute Kerl nicht da ist von 110. It's nice and shiny. Have you been It's on nice Dark and Bank? shiny. You can deposit money there and it will grow weekly. Make sure to check it out. Okay, der ist ab 16 Uhr außerhalb des Hauses. Das ist doof. Ich park lieber, sonst werde ich wieder einen blockieren und dann ist ganz kacke. Oh. So. Schlafen bis, machen wir 15 Uhr.
Ich weiß ja nicht, ob das okay ist, im Auto zu pennen, aber wir machen es einfach. So. Oh, oh. Sehr gut. Ist die 109. Rockhold. Oh nein. Sind wieder zwei Personen. Brauche ich sogar den automatischen Dietrich für. Alles gut. Edwards. Außerhalb des Hauses um 16 Uhr. So, fotografiere die Küche. Ist der Schlüssel noch, die ich habe, ne? Auch komisch. Abgeschlossen. Okay, sollte jederzeit geliefert werden. Genau, das Paket. Jetzt müsst ihr auch gleich aufstehen und weggehen. Da habe ich es doch schon. Upsi. Ihr legt immer wieder das Geld nach, oder wie? Auch komisch. Jetzt ist er weg. Können wir uns hier nochmal in Ruhe umgucken, aber ich glaube, ich habe ja wie gesagt schon alles. Außer er hat wieder Geld nachgelegt. Was er auch getan hat. So ein Vogel. Und die Zeitung hat er noch in die Schublade gelegt. Auch sehr toll. Okay. Schade, dass ich nicht schneller bin, wenn ich so laufe. Ach, verdammt, der kommt bald wieder, ne? Komm schon. Ich bin so langsam, verdammt. So. Wann kommt er nach Hause? 19 Uhr. Also noch Zeit. Alles Zeit hier noch. Aber ich müsste mir mal vielleicht bei den schwereren Häusern so Kameras kaufen und in den Briefkasten legen. Alles wegklauen kann hier. Warte mal, der Toaster war auf jeden Fall Teil von einem Auftrag, das weiß ich noch. Okay. Also irgendwie ist es doch schon sehr einfach, finde ich, ja. Die Leute so auszuklauen, dass die halt gar nichts mehr machen können. So. Da es schon wieder Abend ist, würde ich jetzt erst nochmal in mein Quartier zurückfahren. Was schneller? Ich glaube, hier ist am schnellsten. How are the thieves doing? Steal on with Thief FM. Best music. Steal on with Thief FM. Bip, 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 bip. So. Aber Fahrdienst, das kann ich da vielleicht mein Auto nur reparieren oder was? Nachdem du einen Geldautomaten gehackt hast, ist er für eine Woche gesperrt. Sehr gut. So. Alles klar. Achso, ich habe die Schaufel ja noch. Was ist denn hier eigentlich?
Ja, alles sehr ranzig aus bei mir. Aber Hauptsache Klopapier haben sie immer genug da, die Leute. Ostereier. Was ist denn das Foto? Habe ich nicht. Tasten. Wahrscheinlich Keys. Und das habt ihr einfach mit Tasten übersetzt. Sehr gut. So. Ja, ich habe die Konsole geklaut. Und was mache ich damit? Kontrakt aktiv. Die beste Bezahlung im Dark Web. Was mache ich damit? Kann ich die... Ach, warte mal. Vielleicht muss ich die aus dem Schrank holen. Katze. Sehr gut. Yeah. So. Spielzeughummer. Machen wir die großen Gegenstände. Habe ich ja eigentlich schon einige. Stolen Rewards. Gucke ich jetzt erstmal nicht drauf. So, die Bank. Upgradet. Ist eigentlich Quatsch, wenn ich den Dietrich habe, brauche ich das gar nicht mehr, oder? Eckstange, damit kann ich ja die Farbe ändern. Gamerhände, ist auch totaler Quatsch. Aktionspunkte des Mitarbeiters. Jedes Upgrade gewährt einen zusätzlichen Aktionspunkt. Laptop-Hacken, Hundefleisch. Ja gut, das kommt später. Teleskop kann ich auch noch nicht. Und Planungsmodus. Ja, auch das später. Was haben wir denn hier? Noch die Billo-Drohne. Ich glaube, die werde ich mal nicht upgraden. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine bessere. Hell Neighbor. Sicherheitszelle in der Baustelle. Geiler Schrottplatz. Black Bay, was haben wir da noch? So, warte, hier, Küche. Toast. Ah, die werden doch markiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann lasse ich das mal alles so, wie es ist. Da werde ich erstmal nichts verkaufen. Ah, die Katze. Sechs große Gegenstände und kaufe alle Infos. Oh ja, zu. Auf Rob Tipps. So. Ja. Bisschen Schuppen. Jeffersons. Was haben sie. Bei welcher nochmal? Also doch 116. 116. Die Polizeistation. Oh, das ist aber auch ein teurer Spaß hier. Der Kunde kommt um 16 Uhr und geht um 20 Uhr. Akustische Gitarre im verschlossenen Raum und Staubsauger oben. Was? Eine Kamera im Safe des Schlafzimmers. Oha. Ja, nett. Super TV im Wohnzimmer, Tablet im Garten, Kaffeemaschine in der Küche. Oh nein, der Ehemann geht um 9 Uhr und kommt um 17 Uhr zurück. Die Frau geht mit dem Hund um 20 Uhr und kommt um 22 Uhr zurück. Es gibt ein Tor auf der Rückseite. Oh mein Gott, die werden schwer, die Jeffersons, glaube ich. Na toll. iMac. Oh Mann, drei Kameras wurden markiert. Das kann ja heiter werden. Okay. Ja, es wird halt nicht leichter, aber das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Wird immer schwerer und immer pfiffiger, muss man sein. Check the calendar on your phone to see if any event is coming up. Maybe people will leave the house for some weird festival. Happy stealing. Happy stealing. Ja, hier kann ich leider auch noch nichts anfangen. Die 110 ist... egal. 109 kommt. Warte mal, ich werde das mal parken, dann schaue ich mir mal zu Fuß ein bisschen um. So, wir haben es ja hier. Der Anspruch. 9, 7, 9, 9, 9. Okay, es wird immer krasser. Die Polizeistation. Hahaha. Die Baustelle. Die Baustelle. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt erwischt werde von der Polizei, muss ich ganz, ganz schnell weg. Aber das wird schon funktionieren. So, da ist er.
Baustelle. Der ist den ganzen Tag hier. Oh shit. Ja, ja. Komm, geht noch. Hätte ich nur eine? Ich kann nur eine ausschalten. Oh, das ist scheiße. Oh, shit. Lalala, ich mach nix. Ich mach gar nix. Mittlerer Bereich. Das heißt, der geht da zwischen die Container. Da kann ich mich theoretisch ja hier umsehen. Um 24 Uhr. Was haben wir da auf der Baustelle? Fotografiere das Innere der Sicherheitszelle. Die Wache verlässt nie das Gebäude. Kamera links und hinten. Du kannst die Kamera so im Schaltkasten ausschalten. Nee, das ging ja nicht. Ich hatte keinen Elektriker, ne? Ah, nee, doch. Das war nur ein Schalter. So. Ist sie jetzt weiter? Der bleibt jetzt die ganze Zeit da stehen, oder? Das ist doch kacke. Mittlerer Rückzugsbereich. Um 2 Uhr. Ey, was machen Sie hier? Spazieren gehen mitten in der Nacht. Ich glaube, es hackt. Die Kameras bleiben halt nicht ewig aus, ne? Achso, das muss ich fotografieren. Das Innere der Sicherheitszelle. Verstehe. Dass er auch nicht misstrauisch wird, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rumstehe. Schon lustig. Ja, jetzt hau mal ab. Einer will, dass du da rumstehst. Ey, was ist denn hier los? Warum sind noch so viele Leute unterwegs? Es ist 1 Uhr nachts. Oh yeah, jetzt nutze ich meine Zeit. Low-End-Laptop, na toll. Tiergummi. Ich nehme alles mit. Aha. Alles geklaut. So, mal gucken, was das Telefon so hergibt. Vielleicht ist da ja noch was ich jetzt machen kann, oder vielleicht auch was vom Niveau wieder viel zu hoch ist. Well, hello there. I tell you what to steal. You have a few minutes to do so, then you get paid. Sounds good. Good. Then go. Okay. 105, soll ich was klauen? Frage, wie lange ist da noch klaubar alles? Okay, das geht. Die schlafen bis 5 Uhr durch, also bis 6 Uhr. Da wird's kritisch. Ah, da kommen sie aber auch wieder alle Seiten hier. Oh nein. Ich glaub sogar oben. Oh ne, der geht ins Bett. Der geht nur ins Bett.
So, ganz langsam. Ja, niemanden aufscheuchen hier. Oh crap. Oh nein, ich bin voll. Shit. Shit, shit, shit. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss ganz schnell hoch zu meinem Dealer. Dass es aber auch so schwer sein muss, alles. Mal, kann ich mich zu meinem Auto teleportieren? Nee, leider nicht. Von wegen. Geht das erst später oder was? Hätte ich lieber gleich das Auto genommen. Mist, Mist, Mist. Oh. Ich das nicht im Auto kurz lagern kann. 300 gab der. Krass. Oh, hier ist ja ein Tor. Hallo? Blut ist nicht. Oh Lady, hau ab, wenn du dich überfahren werden willst. Ich hab nämlich mein Fun Facts dabei, dass man Leute überfahren kann. Ah, nur mal so. Thief FM, Dave speaking. Have you checked? Ja, habe ich gecheckt. Alles habe ich gecheckt. So, was soll ich jetzt klauen? Den Staubsauger? Oh nein. Ich habe nur noch eine Stunde. Oha. Ich den beklauen, wenn er schläft? Gamepad Game Station. Scheiße. Oh, er steht bald auf. Er wird auf jeden Fall gleich Alarm machen, weil er merkt, dass ich da war. So. Wie gut es funktioniert einfach. Ich lieb's. Ja, komm, das krieg ich noch hin, oder? Ach komm. Ach shit, ich wäre auch hier reingekommen. Oh, ich bin so ein Held. Jetzt aber nichts wie weg. Nichts wie weg. Oh Mann. Ich habe irgendwie so das Gefühl, im ersten Teil waren es mehr große Sachen, die man klauen konnte, oder? Das kommt mir nur so vor, vielleicht. Taschendiebstahl. Also wenn ich auch einfach so Leuten Sachen klauen kann. Aber dann, ja, wahrscheinlich brauche ich dann halt auch die Schlüssel öfter mal von den Anwohnern, deswegen macht es eher Sinn, die abzurauben oder zu beklauen. Ja. Alles Crap hier. Dass ich nicht so einen Schlüsselbund habe, wo ich alle Schlüssel drin habe, das wäre doch viel sinnvoller eigentlich. So. Ach, das kann ich schon. Ja, erstmal mehr Gewicht, das ist gut. So. Große Gegenstände habe ich lieber die anderen erstmal, aber es macht ja keinen Unterschied, ich muss eh jedes Haus einmal durchsuchen. Dawn Rewards, das wird auch noch dauern. Da kriege ich ja nicht meine Ausschüttung hier bei der Dark Bank. So, Aktionspunkte. Geh mal hin, ist totaler Quatsch. Ich überlege gerade Dietrich.
1000 kostet das nächste. Ist ja schön. Perfekt, ich hab alle. My associate, who's also a thief, was caught and is currently stuck in jail. You'll go there, break out, break her out, and escape together. If you manage to do that, I will do anything to help you. It's a promise. So do something stupid and get caught. Was? Warum? Ich kann sie doch einfach so rausholen von außen. Ich muss mich da nicht erwischen lassen erst. Das ist doch scheiße. Also komm. I stole a bracelet. It's nice and shiny. Hat er gerade gestanden, das Handy-Symbol oder das Handsymbol? Money there and it will grow weekly. Make sure to check it out. Oh, warte mal, Räume fotografieren 104. Ja? Oh. Ja, das mache ich aber später. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich gefasst werde. Oder obwohl das ist eigentlich Quatsch. Schaffe ich nicht mehr den Part, oder doch vielleicht, ja, das schaffe ich auch. Ich komme nicht die 101 jetzt über, ja, was, werde ich wohl nicht schaffen. Wird ein bisschen zu schwer sein, schätze ich mal, die 101, das ist nämlich auch wieder so eine Villa. Aha. Hallo. Können Sie mal... Sind mal so in die Nähe, dass ich das. Aha. Was steht da? Telefon auf der Rückseite. Wie kann denn eigentlich der Dietrich kaputt gehen? Ich störe das Wechselstromgerät. Kaffeemaschine, Tablet im Garten. Super TV im Wohnzimmer. Ach so. Bin ich denn auf ihrem Property? Haben wir schon eine? Die Jeffersons. Außerhalb des Hauses. Oh. Der Hund? Ah, das war ja. Warte mal, da stand ja hier. Ah, shit. Sie ist dann halt die ganze Zeit da. Er ist außerhalb des Hauses. Aber sie sitzt im Badezimmer rum. Ja, warte mal, dann kann ich ihn ja gleich erwischen, wenn er rausgeht. Wo ist der Hund? Sehr gut. Ja, dumm gelaufen. Und shit. Kacke. Darüber springen wird auch nicht gehen, ne? Der Hund. Bei Schlossknacken und Glasschneider für. Okay. Scheiße. Ich muss extrem aufpassen, dieser doofe Hund. Ist auch noch so ein kleiner Corgi, aber... Die sind eigentlich total niedlich und süß und... Naja, trotzdem muss ich aufpassen. Oh, guck mal. Da ran. Oh, bitte. Warte mal, vielleicht kann ich ja den Stein draufschmeißen.
That's ridiculous. Du bist ridiculous. Oh, da komme ich hoch, Leute, ich sag euch. Huh? Ah. Oh, jetzt ist sie aber böse. Der Hund kann die Tür öffnen. Die Menschen kümmern sich nicht mehr um die Natur. Sie schmeißen den Müll einfach überall weg. Wenn ich eine Schaufel hätte, wäre ich wahrscheinlich inzwischen reich. Ja, das könnte ich auch mal machen, hier mit der Schaufel arbeiten. Aber Leute, komm mal, ich zeige euch was. That's ridiculous. Ich bin voll nervös gerade. Was denn? Cops. Oh! Der hat mich getasert! Du Pisser! Hey, mein Auftrag ist erfüllt. Go to jail, Lawbreaker. Ihr habt mich einfach tasert. Okay. Alter, wie viele Polizisten sitzen denn hier, bitte? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft. Naja, so halb. Und ich klaue dabei noch was. Ja. Mit der Drohne hier? Laufen alle da oben rum, verdammt. Oh oh, kommt jetzt einer runter? Versteckter Gegenstand gefunden. Sieg. Frage ist jetzt, wo geht's hier raus? Ey, der wiegt zu viel und bringt nicht so viel Geld, glaube ich. Laptops sind immer gut. Ach Mist. Hier raus? Exit. Außer Betrieb? ETF. Ganz oben. Weißt du, einfach mal so aus der Polizeistation fliehen. Wie geil ist das denn? Oh nein. Ausfahrttaste. Quatsch. Ja. Drei Ausgänge, Türen, Schlüssel erforderlich. Oh mein Gott, nein. Was ist denn hier richtig schwer, Projektor?
Immer noch voll. Zweimal Laptop gesperrt, Tischlüfter. Bam. Was? Anständig SSD. Und iMac im Büro, Beute. Achso, die habe ich ja jetzt. Ja, gut. iMac. Oh crap, wie komme ich jetzt hier raus? Die Ausfahrtaste. Drei Ausgänge. Alle bewaffnet. Zwei Polizisten und ein Sicherheitsmann. Ah, da muss ich die anderen beiden. Da unten ist auch noch eine Tür. Was sind die da? Kamerasicherheitspanel befindet sich. Schlüssel zur Ausgangstür befindet sich im Konferenzraum. Oh yeah. Da eine hin. Ist er jetzt gegangen? Nee, da ist er. Oh shit. Ich muss da ran. Ah, außerhalb des Hauses. Dann geht doch einer um 17 Uhr. Da sind die Schlüssel. Soll ich es einfach riskieren? Scheiße, der hat uns gesehen. Go, go, go. Musik als so Glory Glory Musik. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Escape Jail, Prison Break. Oh, geil, Alter. Oh, wie geil. Ich meine, die Polizisten haben sich halt verhalten wie Depp. Aber gut. You're a godsend, really, as a way to say thanks. Warte, ganz kurz, Mitarbeiterin. Um deine Helferin einzuladen, musst du dein Telefon nehmen, mit Up Arrow die richtige Taste drücken. Sie wird in Kürze eintreffen. Du kannst sie damit beauftragen, bestimmte Dinge zu tun, wie beispielsweise ein Schloss zu knacken, Anwohner zu markieren oder einen schweren Gegenstand zu deinem Auto zu tragen. Deine Helferin kostet $100. She's gonna steal with you if you call her up. She might help you in many ways. So, to work my magic, I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Was? Killing me? Wie haben wir denn 62,8? Ich glaube, ich muss erstmal die Laptops entsperren lernen, bevor ich richtig Kohle für kriege. Hell, he might even think you're useful now. What a way to turn things around. Give me that briefcase pronto. Miau. Oh, du, du. Wo ist die Katze? Mann. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Immer noch die großen Gegenstände. Ja, da brauchen wir noch ganz viele, wie es aussieht. Eieieiei. Die Abklingzeit von Fähigkeit um 3 Minuten. Zerstöre die Schlösser der Stufe 3 mit einer Brechstange. Wow, okay. Routineänderung, 10%, 5%, aha. Die Einladung eines Helfers kostet 0. Markiere 15 Personen, sehr gut. Die Zeit verlangsamt sich beim Schlösserknacken. Öffne 50 Schlösser und stiehl 250 Gegenstände. Das ist sogar ziemlich leicht, das zu kriegen. Weil ich ja eh die ganze Zeit genau das mache. So, Beweisfoto in 101. Ach, Beweise zu, ja. Fotografiere den Schuppen von Rockholds. Achso, die muss ich zerstören. Ich dachte schon, wie soll ich denn den Herd raustragen hier? So, Robert Swine. Haben wir hier was zum Abgeben? Artikel fehlt. Wertsachen. Richtige Aktentasche. Artikel fehlt. Das ist ja die, die ich besorgen soll. Und Automobil, das werde ich wohl erst ganz spät. So, Glasschneider. Mikrokamera haben wir ja schon gehabt. Ich wette, das ist einfach nur zum Ablenken. Ich hilfe so irgendwo hin, um eine Aufmerksamkeit für eine Minute abzulenken. Okay.
Die Montage von Autos zu beschleunigen. Ah, alles klar. Die Maske, das ist aber auch schon frech irgendwie. Ah, die Leute kennen dich nach einem gescheiterten Raubüberfall nicht mehr. Hacking PDA. Nachtsichtbrille, Schmuckwerkzeuge. Ah, ich würde mir wirklich gerne schon den Glasschneider kaufen. Aber da muss ich wieder ein bisschen Geld abziehen von meiner Bank. Was ja eigentlich Schwachsinn ist. Nee, ich lasse es. Ich kaufe mir das ein andermal. So. Rob-Tipps. Angaben zur Beute auf der Baustelle habe ich noch nicht. Hardy. Ist zwar immer ganz teuer, aber ich finde, es lohnt sich auch irgendwo. Information, die Sicherheitssysteme. Vor allem. Achso, wenn ich die alle gekauft habe, verschwindet das, oder was? Interessant. Sehr gut. So. Wo ist die Katze? Katze ist nicht da. Ah, was könnte ich jetzt noch machen in der Zeit? Ich spiele das so gerne, ich würde es gerne länger spielen, aber. Ach Leute, ist halt. Ist halt. Ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Achievement? Was denn? Traveler, travel 15 Kilometers, also 15 Kilometer. 15. Mal die 105, hab ich da alles geholt? Nee, ne? Warte mal, nochmal. George Laden. Beute und Missionen habe ich alles. Der Hund ist im Hinterhof, unbekannt. Ja, der geht ab 20 Uhr pennen wahrscheinlich. Unbekannt. Armer, tauber Hund. Flip Smartphone. Einfach mal sein Smartphone geklaut. So, was macht der denn? Ah ja, der ist außerhalb des Hauses ab 20 Uhr. Ob ich den Hund auch beklauen kann mit Taschendiebstahl? Schätze mal nicht. Es einfach geht und ich beklaue ihn vorher noch schnell. Ja, tschüss, ne? Oh. Er geht erst um 0 Uhr ins Bett. Ach Mist. Und dann werde ich ja ganz kurz ein bisschen Zeit verplempern hier. So. Dass ich aber auch einfach so jeden Tag ausrauben kann. Und ich muss jedes Mal aber auch wieder die Schlösser knacken. Aber ich bin ja Profi. Alles hier rumliegen haben, ist schon lustig. Nee, komm, das mache ich mal nicht. Kann ich abbrechen? Hier mit Escape. Die Vase. Stimmt auch Absicht, dass das Ding rissig ist, oder? Und Flip Smartphone. Mixer. Beispielsweise könnte ich auch die Glasschränke nicht öffnen.
Ein Messerhalter, den habe ich noch gebraucht für das eine Set. Ist ja schon fast ein bisschen dreist, die Sachen zu klauen, während er einfach nebendran schläft. Und dann merkt das nicht mal. So. Ich glaube, das reicht jetzt aber auch. Reicht auch von der Partlänge. Ach schön. Welche Registrierkasse? Türklingel, wenn ich das jetzt mache, das wäre richtig voll bescheuert. Aber irgendwie auch voll gut. Ausrauben und dann Ding und abhauen. So. Ja, Raub ist ja eigentlich das falsche Wort. Ne? Wir rauben ja nicht, wir klauen nur. Schade, dass ich keine Minimap, also dass ich keine große Karte habe. Aber hier waren noch so ein paar Stellen, wo ich graben konnte. Da. Ups. Da kann ich graben. Elektrische Zahnbürste. Okay. Nicht noch eine Stelle hier irgendwo. Ein Telefon in der Nähe. Tauchen ja leider immer erst auf, wenn ich in der Nähe bin. Also die waren dann halt erst sichtbar. Die sind schon vorher da, nur ja. Boah, sind das Polizisten, die gelben? Ew. Nee, die ew. My wife stole a bracelet. It's nice and shiny. Have you been on Darkbank? You can deposit money there. Ja. Das ist voll witzig. Als wären die alles aufrechte Bürger, wir sind der einzige Dieb. Oh, ein Headset. Okay. Ich weiß trotzdem noch nicht so ganz, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt, mit der Schaufel. Die hat ziemlich viel Geld gekostet. Fragezeichen. Statue. Und ein Fragezeichen hier. Automatischer Dietrich. Verdammt. Und auch diese Musik immer. Oh. Halten Sie das Auto an, um auszusteigen. Nein, ich wollte aus dem laufenden Fahrzeug springen. Bitte. Ein Grafiktablett. Ja, warum nicht? Oh. Haha. Vielleicht, ich werde mal zum Fahrdienst gehen. Ich glaube, es ist einfach nur schlecht übersetzt. Das heißt bestimmt Drive Service. Oder kann ich mein Auto verbessern oder so? Aber mal sehen. Oh, diese schlechte Musik, es ist so lustig. Langsam wird es ein bisschen knapp. So, was war das? Hier mal ganz kurz, was wir verschachern können. Ja. Auch nicht. Auch nicht. Oh, senden. Topftoaster, Messerhalter. Topftoaster, Messerhalter. Gibt's das alles öfter? Elektronik, Grafiktablett und Scanner. Geil. Wertsachen haben wir nicht. Auch sonstige. Oh, kleine Vase fehlt noch. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's. Wir haben schon wieder ein Level up. Nice. Dann holen wir uns, glaube ich, als nächstes Schloss, also Safe knacken, oder? Nee, brauche ich Stufe 8. Ja, nächster Level ist dann das hier dran. Klettere die Kletterpflanzen hoch und laufe schneller und länger. Okay. Wie gesagt, nächsten Part
Und Dankeschön fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns wieder zur Thief Simulator. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.